Also für das Reiten im Gelände brauchen wir als Reiter erstmal sicheres Schuhwerk, also am besten Reitstiefel oder eben aber auch Stiefeletten mit Chaps. Und Handschuhe sollte der Reiter tragen, die gehören also zum Reiter dazu. Und ganz wichtig eben auch die Reitkappe, die also gut sitzen muss, auch den entsprechenden Verschluss haben muss, der DIN-Norm entspricht. Das Pferd rüsten wir natürlich mit der gut verschnallten Trense aus, mit einem entsprechenden Mundstück auch da drin. Die Zügel sollten entsprechend vorher noch mal kontrolliert werden, bevor man ins Gelände geht, damit man auch, damit sie eben nicht irgendwelche Bruchstellen oder so haben. Ein Vielseitigkeits- oder Springsattel ist also geeignet für das Reiten im Gelände, damit der Bügel entsprechend kurz verschnallt werden kann. Und für Pferde, die vielleicht noch ein kleines Anlehnungsproblem oder so haben, kann man also das gleitende Ringmartingal verwenden als Hilfszügel, um vielleicht in einigen Situationen ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Um die Beine zu schützen vor Anschlagen oder verwendet man Gamaschen. Bei Pferden, die hinten auch Eisen haben, können Streichkappen auch verwendet werden. Und damit das Pferd vielleicht in tieferen Böden oder so, wenn man also auf unterschiedlichen Böden hier im Gelände reitet, sich nicht die Eisen vielleicht abzieht, sollte man auch Hufglocken dann verwenden.